Oldtimer-Treffen erinnern an Zeiten, als Autos noch nicht mit Elektronik vollgepackt waren. Stattdessen bevölkerten klassische Mobile die Straßen, fast immer unverwechselbar und jedes davon mit seiner ganz eigenen Note. Nicht nur ältere, auch viele jüngere Menschen sind längst auf den Geschmack von betagten Fahrzeugen aus längst vergangenen Tagen gekommen. Hier in Bad Bentheim versammelten sich etwa 150 Besitzer historischer Automobile mit ihren blinkenden Schmuckstücken rund um das Kurhaus. Hier ein ganz altes Schätzchen von 1931, ein Ford Modell A. Diese junge Dame lässt sich erklären, wie man den Wagen am Laufen kriegt. Man muss also viele Arbeitsschritte machen, damit man den Wagen überhaupt anbekommt. Also es ist nicht so wie heute, man dreht den Zündschlüssel um und ist an. Nein, das ist hierbei nicht. Da muss man mehrere Sachen beachten. Ja, wie gesagt, hier oben ist dann die Tankanzeige. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen schüttel, dann sieht man, es bewegt sich. Ja. Na, dann sieht man, wie viel Sprit im Tank ist. Der Sprit, da ist der Tank. Mhm. Also wenn ich aufdrehe, dann kann ich dann halt eben tanken. 32 fingen die dann schon an und haben den ersten V8 reingebaut. Ah, ja. Hört sich brutal an, aber der hatte 68 PS. Ja. Als V8-Maschine gleichzusetzen mit dem Vierzylinder mit 3,3 Liter, ja, also auch ja, wenig, viel Hubraum, wenig Umdrehung. Und der war genauso, ich sag mal, so stabil wie der jetzt auch noch. Ja, ja, ja. Also von daher, nein, es ist ein sehr schonendes Fahren mit dem Auto. Man muss halt nur, man muss es verinnerlichen. Ein Riesenkoffer, ja, der gehört dazu, das ja, ist ein Original. Nee, da kommt der Name her, das ist der Kofferraum. Ach, das ist der Kofferraum. Ja, heute hat man da irgendwo da Klärklappe und ja, dann sagt ja, man, das ist ein Kofferraum. Nein, das ist ein Kofferraum. Das ist ein Kofferraum. Alles klar. Dankeschön. Ja, da kommt der Name her. Das ist genau wie der da. Das ist ein Zündschlüssel. Ja. Damit mache ich nichts anderes wie die Zündung an. Ich mache da, heute ist das ein Auto-Anmachschlüssel. Nee, das ist ein Zündschlüssel. Der macht nur die Zündung an, nichts anderes. Der macht das Auto nicht an. Nee. Und da müssen Sie. Da kommt der Name her, ja. Zündschlüssel. So, jetzt wissen wir es. Hier ein Mercedes 170 DS. Ich bin selber nur Jahrgang 40. 40. Kriegsware. Ja. Aber es hat sich vor etlichen Jahren ergeben, dass ich den kriegen konnte. Ja, da haben Sie gedacht, ja, den will ich haben. War der schon so oder haben Sie ihn neu lackiert? Der war so. Aha. Der war so. Da hat sich auch jemand seinen Traum erfüllt. Und dann wurde bemerkt, dass die Frau auch Speicheldrüsenkrebs hat. Und er fährt sich gut. Ich meine, die Lenkung ist ja noch ziemlich schwer gegenüber heute. Ja, ja. Nicht? Da müssen Sie richtig anpacken. Ja. Was fahren wir? 70, 80, dann ist gut. 70, 80, ja, ja. Ja, das reicht. Das ist ein Vierzylinder-Diesel. Was war denn Ihr erstes Auto damals? 250er Gogo, Limousine. Gogo. Ja, 250. Und ich hatte einen Lloyd, einen kleinen Lloyd, einen 400er, einen LP400, der fuhr noch mit Zweitakter, genau. Der Gogo Benzin und Öl, ja. Wer ja, den Tod nicht scheut, fährt Lloyd. Fährt Lloyd, ja genau. Haben Sie denn damals schon, nee, der war führerscheinfrei, ne? Oder? Der Gogo? Nee, den fuhren die Bauern alle mit dem Treckerführerschein, mit den alten vier. Ja, ja. Mit den alten vier. Mein Schwager hatte damals und dann konntest du Fahrzeuge fahren auf den alten vier bis 250 Kubik. Ja. Und der kleine Gogo, der hatte 249, nicht 50. Ja. Dann hat Lloyd Autos gebaut und hat gesagt, Mensch, die Nachfrage ist so groß. Dann haben die in den Lloyd einen Gogo-Motor reingebastelt. Oder in diese 500er Fiat, diese kleinste Fiat, der kriegte auch einen Gogo-Motor. Ach, der 500er Fiat, ja genau. Und dann konnten die den mit den alten Klasse 4, den Treckerführerschein fahren. Aha, ja, ja, guck.
Hier treffe ich auf einen Volkswagen von 1957. Zubehör, Weißwandreifen und vorne die Rammschutzeinrichtung. Damals gab es nur die kleine Heckscheibe. 4.900 D-Mark kostete er und hatte 25 PS. Diesen Käfer sah man fast überall. Ein ganz außergewöhnlicher Schlitten ist dieser hier. Die 50er Jahre sind präsent. Farbe in Sandelholz, 331 PS, Verbrauch 25 Liter. Das kann man sich heute kaum noch leisten. Und hier die Ansicht von hinten. Mit dem Mercedes und dem Wohnanhänger ging es vor 50 Jahren nach Italien. Und von so einem Schatz träumte man, den VW Campingbus von 1964. Aus vielen amerikanischen Filmen kennt man sie, die Polizeiautos aus den 70er Jahren. Das ist Ihr Auto, seit wann haben Sie den? Seit dem 10. April 2000. 2000. War der schon so oder mussten Sie ihn noch umlackieren oder haben Sie ihn so gekriegt? Nee, wir müssen ihn wieder komplett überarbeiten, aber im Rahmen des Originalen. Ja. Ne, und meine Frau kam irgendwann an und sagte, du fängst an rumzunerven mit deinem dauernden Rumgehocke in der Bude, such dir wieder was zum Schrauben. Da ist ja, er. Ja, da ist er. Ne? So, den haben Sie also bekommen, da war er noch nicht fahrtüchtig. Nein, er stand seit geraumer Zeit in Raum Aschaffenburg, in einer feuchten Scheune. Ja. Ne? Zündanlage, Vergaser, nein, Einschützer muss man sagen, kein Vergaser. Ja, ja. Alles mehr oder weniger marode und schwergängig. Ja. Also wir haben da 6 Monate Arbeit drin versenkt. Ja, ja. Stand der in der Zeitung? Haben Sie eine Anzeige gelesen oder haben Sie durch Informationen über Drittleute den bekommen? Der stand in der Chrom und Flammen drin. Ja, ja. Ach so, ne? In der Zeitung. Mit einem, ich will das niemanden beleidigen, aber überzogenen Preis, man musste mich festhalten. Ja. Ne? Wir konnten uns dann irgendwo moderat auf erträgliches Entgelt einigen. Ja, ja. Wie gesagt, haben ihn dann rausgezogen. Es waren auch diverse Karosseriearbeiten zu machen. Es hat schon seine Zeit gedauert, bis er wieder auf seinen Füßen stand. Nun sehe ich gerade, vorne hat ja der Wagen so einen richtigen Rammschutz. Ja. Rammschutz, sagt man, ne? Oder Rammbügel. Rammbügel. Die haben also die anderen Autos, man sieht das so in den Spielfilmen. Das ist eine Option, das kann, aber es muss nicht. Man muss dazu wissen, dass jedes Department, also egal ob das städtische ist, ob es eine größere Gemeinde ist, ob es das County ist, ne? Das sind alles noch Organisationen, die jeweils eine eigene Polizeiabteilung dabei haben. Ja. Das kann gemacht werden, wie die Finanzlage gerade ist. Da kriegt er das Modell mit dem und dem Motor, aber das wird immer wieder hin und her gewürfelt. Ja. Wenn Sie jetzt drin sitzen am Armaturenbrett, gibt es da besondere Einstellungen? Ja, es ist eine Lenkradautomatik, ja. Ne, die also nur in einer Ebene bewegt wird, hoch und runter. Aha, ne? Also Automatik fährt er. Automatik fährt er, ja. Der hat einen TH 700, die Eingeweihten wissen, was das für ein Kasten ist. Aha. Ne, Getriebe. Ja, was ist sonst noch zu sagen? Ja, und da sitzt ganz schön was hinter. Wie viel PS hat der? Er ist in der Serie angegeben mit 185 PS, aber sie hat mal einen Austauschmotor spendiert gekriegt. Ich bin bislang nicht in die Verdrückung gekommen, zu messen, was der tatsächlich drin hat. Aber es sind erkleckliche Pferde mehr. Und wenn ich jetzt frage, wie viel Sprit braucht der?
11,25 bis 16 Liter. Mehr nicht. Einspritzer. Das ist eine Einspritzung vorne ich drunter. Ich habe eben drüben gehört, ja, der braucht 25 Liter. Ja, wenn, das kann die, wenn das der offene Vierfachvergaser ist, dann ist das auch richtig. Den hat man ja auch noch mit der, bis zuletzt mit der offenen Vergaseranlage kriegen ja, können. Ja, ja, ja. Was ist denn noch für ein Baujahr? Habe ich noch gar nicht gefragt. 89. 89. 89, ja. Ah, dann ist das ja, ja. Diesen Rammschutz, so sagte er mir, habe ich in Deutschland machen lassen. Von Hand. Deutsche Wertarbeit. Die ersten fahren wieder nach Haus. Es war ein langer Tag bei diesem schönen Wetter. Gegen 18 Uhr der Kurplatz in Bad Bentheim ohne Autos.